Du bist 31 Jahre alt, du bist Mittelfeldspieler bei Barmbek Uhlenhorst. Herzlich willkommen im Live-Talk, mein lieber Chris. Ich freue mich sehr, dass du am Start bist. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Was muss ich erzählen, wenn ich über Chris Pfeiffer spreche? Man spielt halt Fußball hier in Hamburg, darüber ist man bekannt. Ja, bei Altona gespielt, 2 Jahre. Dann bin ich nochmal ein Jahr ins Ausland gegangen, nach Australien. Habe dort ja eine wunderschöne Zeit gehabt und bin dann wiedergekommen und durch meinen Freund Ronny Buchholz bin ich dann bei BU gelandet, hatte da jetzt 2 schöne Jahre, cooles Team und jetzt geht es halt wieder weiter nach Lohbrücke. Du bist 2015 bist du nach Hamburg gekommen. Wie ist es zu dem Transfer damals von Strand zu Altona gekommen? Also in Hamburg war ich ja tatsächlich schon früher, Okay. Anfang 2013. Ja, bin hierher gezogen, damaligen Freundin, und habe hier auch gearbeitet, denn der Vertrieb war auch im Osten, da wo ich ja herkomme, Nähe von Rostock. Und dadurch war das natürlich ein leichtes, sage ich mal, jetzt hier den Anschluss zu finden auf der Arbeit und dann halt auch durch die damalige Freundin. Ja, und mein mitbester Kumpel, muss ich sagen, der Patrick Pieska, der hatte bei Strand 08 gespielt. Und ja, und dadurch kam das dann irgendwie zustande, weil ich ja in Hamburg hier jetzt auch noch gar nicht so den Kontakt hatte, dass ich gesagt habe, Mensch, ja, okay, warum nicht? Wie hast du das denn wahrgenommen, als BU dir mitgeteilt hat, dass sie nicht mehr mit dir planen? Ja, also es war jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt geheult habe oder dass ich jetzt am Boden zerstört war. Es war jetzt halt schade wegen der Mannschaft. Man hatte natürlich 2 coole Jahre mit den Leuten, hat sich gut kennengelernt, hatte auch Erfolg. Wir haben eine klasse Serie jetzt gespielt, gerade dieses Jahr, aber auch letztes Jahr war es auch schon gut. Ich weiß gar nicht, Fünfter, Sechster. Und von daher, man hat viel gespielt und daher konnte ich mich jetzt persönlich nicht beschweren. Und wenn man natürlich noch eine Klassenmannschaft spielt mit guten Charakteren, sage ich mal, dann ergibt sich das ja alles, ne? Ich sag mal, Trainer muss man auch loben, hat das auch gut hingekriegt mit der Mannschaft, genau, Co-Trainer, der ganze Verein halt, ne, mit den Fans. Jetzt geht's zu Lohbrügge. Was sind denn deine Ziele mit Lohbrügge? Was reizt dich an? Wie gesagt, ich habe jetzt mit Lohbrücke eigentlich noch nie so richtig viel zu tun gehabt, aber ich weiß halt, haben Rasenplatz ist für mich halt auch ganz gut. Meine alten Gelenke, die schmerzen dann doch schon mal, wenn man das eine oder andere Mal trainiert auf dem Kunstrasen. Dazu kommt dann halt, dass wir auch, glaube ich, eine sehr, sehr gute Mannschaft haben werden. Also in der Landesliga wird man nicht umsonst mit 20 Punkten Vorsprung jetzt Meister, jetzt ist ja nur abgebrochen und steigen ja nur auch auf. Von daher wird da schon Qualität drin sein, ohne dass ich die Mannschaft jetzt großartig kenne. Ich weiß, der Artuk ist auch bekannt, na klar, der eine oder andere. Und da denke ich mal, werden jetzt durch die Oberliga-Entscheidung ja bestimmt auch noch ein, zwei Transfers getätigt. Und dass wir nächstes Jahr mit einer guten Mannschaft dort auch an den Start gehen, ne? Wenn du jetzt nochmal Altona 93 und BU vergleichst, beide haben ja eine sehr, sehr spannende Fanszene. Wo war es denn cooler? Ja, ich sag mal so, die AJK hat nochmal so seinen gewissen Charme, ist halt alt und sehr urig dort zu spielen, war natürlich etwas besser, muss man einfach zugeben. Mit den Leuten, mit den Fans, da war ja auch ja, im Schnitt 800, 900 Leute, also nochmal das Doppelte, was bei BU jetzt war. Ja, und ich war da tatsächlich immer sehr, sehr gern, auch beim Training oder wenn dann halt Spieltag war. Und ich glaube, jeder, der in der Oberliga spielt, freut sich ja auf die AJK. Und ja, das ist dann halt so ein Highlight. Und wenn man natürlich dann noch jedes zweite Wochenende dann selber auf der AJK spielt und sich auch mal feiern lässt, sag ich mal, von den Fans, oder da mal ein Tor schießt oder weiß ich was, oder ne, die Mannschaft einfach gut spielt, ist das natürlich ganz cool, wenn man dann mal diese Leute dann da irgendwie, weiß ich nicht, einfach mal jubeln hört oder sich einfach, dass man sie sieht, wie sie sich freuen, so. Wie sieht es bei euch aktuell aus bei BU? Wir haben gestern mal wieder trainiert, ja, haben es dann halt mit den Richtlinien, soweit es ging, gemacht. So, dann haben wir uns einen Athletiktrainer da gehabt, haben dann ja, so Fitness gemacht, so ein bisschen Stabi-Übung etc. Ja, und dann ein bisschen Torschuss, Zweikampf, Spielform ist ja alles nicht möglich. Genau, und so gut es ging, wollen wir uns jetzt fit halten. Man weiß ja nicht wegen Pokal halt noch, was da jetzt genau passiert. Hansa Rostock hattest du angesprochen, du hast da gespielt. Wer war denn so dein bester Mitspieler, mit dem du gespielt hast? Eigentlich tatsächlich eher wenn entgegen. Also Jerome Boateng weiß ich noch so früher, das war schon eine ziemliche Maschine. Oder Sebastian Thyralla auch, der kam nie so richtig durch. Oder Daniel Halffer, das war jetzt so meine Generation.
Ich weiß gar nicht, ob man die kennt jetzt, aber das waren so damals richtige Maschinen. Hast du in Australien auch irgendwie mal ein bisschen gekickt? Ich habe mich ein bisschen ausprobiert, ja, aber das war dann schon nach einem halben Jahr, also nachdem ich ein halbes Jahr dort war, habe ich dann in Melbourne mir mal einen Verein gesucht, um einfach mal zu schauen, wie ist das Niveau und ein bisschen fit machen, ein bisschen fit halten, Leute kennenlernen. Und da habe ich dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich halt doch raus bin und wahrscheinlich schon nicht ein, zwei Wochen bräuchte, sondern 2, 3 Monate, bis ich wieder fit bin. Und habe ich dann auch nachher relativ schnell wieder sein lassen und habe mich dann wieder beschränkt auf das, ja, aufs Reisen oder aufs einfach Spaß haben, ein bisschen feiern, ein bisschen was trinken und keine Ahnung, Leute kennenlernen. Finde ich, bist du für eine Fortsetzung der Oberliga? Nee, also jetzt ist es ja eh abgebrochen worden, aber ich wäre auch nicht dafür gewesen tatsächlich, weil in meinen Augen macht es eigentlich keinen Sinn, weil dann verschiebt sich das auch alles und man weiß ja auch nicht so wirklich, kommt eine zweite Welle, das muss man ja auch alles beachten und kommen nochmal irgendwelche strengen Regeln und von daher finde ich den Cut jetzt ganz gut. Wie gesagt, mit dem Pokal wäre noch schön, wenn man das irgendwie ausspielen könnte. Das kann man ja, das ist ja nicht mehr so lang eigentlich, diese 2, 3 Spiele, dass man das in einer Woche oder 2 Wochen durchzieht. Aber sonst, ja, macht sich schlecht sonst, würde ich sagen, mit den Verträgen auch und so weiter. Super, Chris, dann haben wir es geschafft. Mein Lieber, dann bleib gesund. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Dir noch viel, viel Ja. Erfolg nächstes Jahr mit Lohbrügge. Ich hoffe, dass der Pokal noch irgendwie zu Ende gespielt wird. Drück euch da natürlich die Daumen und bis dato alles Gute, mein Lieber. Ja, ich danke dir auch, ne? Bis dahin, mach's gut. Tito, Ciao. mach's gut, ciao.